Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, Leute. Heute spiele ich Minecraft Pocket Edition auf keinem Server. Heute möchte ich euch nur ein paar Achterbahnen und eine Kanone zeigen. Die Achterbahn habe ich mir selbst ausgedacht und auch selbst gebaut. Die Kanone habe ich von TNT Wars, die hat Cheechime gebaut. Und ja, fangen wir mit meiner ersten erfundenen Achterbahn an. War das die hier? Ich glaube mal. Die heißt die normale Achterbahn. Die ist einfach nur ziemlich, die ist ziemlich Standard und ja. Setzen wir mal eine Lore rein und fahren los. Wir fahren jetzt immer so zur Achterbahn und ja, ich habe glaube ich 3 Stunden für alle insgesamt gebraucht oder sogar länger. Aber es war auf jeden Fall nicht kurz. Ich sag's euch. So, das war die erste Achterbahn. Denn das ist die neueste. Das war die vorvorletzte. Die zweite hier. Was? Der Flitzer. Mein Name, ey. Okay. 3, 2, 1. Fast alle sind im Unendlichkeitsloop. Außer, was zum Teufel? Ein paar sind nicht im Unendlichkeitsloop. Ich glaube, die letzten zwei. Manchmal bleiben da. Aber, ja. Hier seht ihr schon, es. Was zum Teufel? Die hier geht auch unendlich. Da, mache ich die Dings einfach wieder auf die Schiene rauf und ich fahre den Berg hoch. Ja, fliegen wir mal zur nächsten. Das war gerade der Flitzer. Hier war ich gerade. Nein, der Anfang ist das Ende. Ein komischer Name. Lore und go. Hä? Lol? Nein! Das ist gerade ein bisschen komisch. Was zum Teufel? Okay. Nein. Hallo, Brody. So. Das war die Achterbahn. Der Anfang ist das Ende. Ich habe keine Ahnung. Was labe ich hier eigentlich? Das hier, die hier hat, glaube ich, die meiste Zeit erfordert, weil es wirklich schwer war, aber die habe ich. Ich sehe hier schon, da fliegt man einfach mal 10 Kilometer runter. Die Freefall-Achterbahn genannt. Und das ist wirklich so. Man fällt und fällt und fällt. Und fällt vielleicht auch ein bisschen. Und man fällt. Ein bisschen. Erstmal fährt man so hier mit lauter Speedteil da hoch. Dann fliegt man hier mal kurz runter. Fährt im Kreis. Fliegt hier ganz kurz runter und fährt jetzt mit Fullspeed zum Start zurück und fährt jetzt hier 10 Kilometer. Und dann fährt wieder hoch. Okay, das war diese Achterbahn. Mir fällt gerade auf, wie wenig Zeit dieses Video. Komm jetzt dran? Ich habe keine Ahnung. Ich zeige euch natürlich am Schluss noch die Kanone. Zeige ich euch sogar, wie man die baut. Hier müssten die neuesten sein, oder? Nein, hier ist die normale Achterbahn. Ja, hier sind die zwei neuesten. Jetzt kommen wir zum Zickzack-Schrauber. Bei der Achterbahn, bei der wir am Anfang gestanden sind. Irgendwie. Aber. So. 3, 2, let's go! Uiuiui. Ich musste manchmal solche Blöcke hinbauen, sonst hätte ich die Schienen nicht bepowern können. Also, ja. Der Zickzack-Schrauber. Und die ist nicht unendlich.
Und das war, glaube ich, meine letzte. Ja, die habe ich erst heute gebaut. Oh Mann, das war. Hier wollte ich das mit der Lore machen. Nein! Shitty, shitty. Hab ich jetzt. Nein, toll. Lore. Mal nicht bepower. Oh, ja. So. Und los geht's. Uiuiui. Stimmt, wie habe ich die eigentlich genannt? Uiuiui. Okay, das war die neueste Achterbahn. Ich werde euch natürlich immer aktualisieren, falls ich mal ein paar neue finde. Und die habe ich die Bergauf, Bergab Achterbahn genannt. Falls ihr Ideen habt, was ich noch für eine machen könnte, also ein paar Ideen, auf die ich mich spezialisieren sollte bei einer Achterbahn mal, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und lauter Loren, weil das am schwersten zu bauen war. Das mit dem Freeboard. Hier wollte ich irgendwie so Skifahren, so Skidings, dass man hier hochfahrt, fährt dann den Berg runter und dann mit ganz viel Speed hier wegfliegt, aber das geht anscheinend nicht. So, das waren jetzt alle Achterbahnen und ich zeige euch jetzt, wie ich eine Kanone baue. Schnell das richtige Zeug ausrüsten. Braucht natürlich keine Schienen. Also ihr braucht einen Dropper, Ziegel, eine Leiter, Wasser, Half-Slabs, Ziegel und natürlich TNT. Das war's, glaube ich, oder? Ein Redstone, Verstärker und Repeater. Ist das nicht das gleiche? Ja, und Redstone. Okay. Mir die Folge TNT-Bus von Cheetah mal ein paar Mal angeschaut und ich müsste jetzt wissen, wie das geht. Also 5 Blöcke. Hier 1, 3. So. Hier das mit Spender voll. Und da, da, da und da. Hier noch einen. Dann hier eine Leiter. Wasser. Half Slabs. Den Block hier wegmachen. Nein, den nicht. Den Block hier wegmachen. Dann das hier mit Repeater voll. Und hier Redstone. Hier kommt dann, glaube ich, ein Vergleicher hin. So. Und hier noch ein Repeater. Den anmachen. Redstone funktioniert das jetzt? Ach ja, einen Schalter braucht man noch. Müsste eigentlich gehen, oder? Und bumm. Ja. So funktioniert das. Und hier wird dann immer wieder Redstone TNT gespawnt. Und so funktioniert das. So. Haben wir mal überall 16 TNT rein. Oder halt 12. Keine Ahnung, aber immer so ungefähr gleich. Hier mal 18. Nein, das wäre ja komplett unfair. 9. 9. Und hier den Rest noch rein. Okay. Mach mir die Maschine mal an. 3, 2, 1, 3. Ultimative TNT-Kanone. Boom, 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 boom. Seht ihr das, wie weit das TNT mal fliegt? Alter. Die geht natürlich immer wieder weiter, bis das TNT weg ist. Ist es anscheinend auch.
Aber die Soundkulisse ist auch mal wieder over 9000. Machen wir das Teil mal aus, aber so baut man es. Also, hier das Gerüst bauen. Aus Redstone und, ja. den Spendern und, den Dingen hier. Den Steinziegeln. Dann noch hier ein Vergleicher hin. Den mal anmachen, dann Repeater. Keinen von denen irgendwie, dass der weniger dick hat. Dir den das Redstone voll und in die Teile hier TNT rein und dann man hat eine richtig geile Kanone. So, wenn euch dieses kleine Dings Vorstellungsvideo von meinen Achterbahnen und von dieser Kanone gefallen hat, dann schreibt mir auf jeden Fall mal Ideen, was ich noch bauen könnte in die Kommentare. Also ein paar Ideen für eine Achterbahn oder eine Kanone. Ja, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Haut rein, Leute. Ciao.